Willkommen zurück. Wie sind wir da? Wie verrückten? Immer noch. Hallo. Immer noch. Wie ihr seht, ich bin schon beim 7 bei. Hab schon ein bisschen was bekommen, aber es fehlt mir noch der eine Seed, die eine Spore. Ein bisschen Erde habe ich nebenbei auch noch gemacht. Für Quizzle, dass er genug hat. Muss ich nebenbei auch noch machen. Mal, wenn ich Zeit habe. Ja, genau, ich habe, ja, Blood Moon, genau, wenn es losgeht, ja. Blood Moon, aber dann müsste eigentlich in der Monsterfarm, müsste die Hölle abgehen, wenn man davor steht. Ich habe Erde bekommen, ich habe das Feld vergrößert, das hier hinten habe ich nochmal weggerissen, dafür habe ich mir das noch angelegt, aus gutem Grunde gleich, und ein bisschen habe ich auch noch hier auf der Tasche. Und was ich gemacht habe, ist aus dem Starthäuschen die Startbox GZ. Danke. Die Strongbox habe ich mir rausgeholt mit den ganzen Mystical Flowers, die ich ja ganz am Anfang mal, die waren ja auf der Insel verteilt, die habe ich alle ja abgerissen und da reingestopft, aus gutem Grund, weil man die ja noch braucht, wieder um mit Botania anzufangen. Botania deshalb, ich habe es auch hier schon mal aufgerufen, weil man Botania als Start braucht, um die ganzen anderen Pflanzen zu machen. Man braucht nämlich relativ schnell ist falsch, also schnell geht hier sowieso nichts in dem Modpack, aber man braucht halt den Runik-Altar, um an den Runik-Altar zu kommen, beziehungsweise um auch den betreiben zu können, also ne, den hier, braucht man halt Living Rock. Und Living Rock bekomme ich halt, indem ich mir Pflanzen, waren dann anders ausgedrückt. Botania ist ja die Mod, indem ich Pflanzen anpflanze. Diese Pflanzen sammeln mir dann Mana und mit diesem Mana kann ich eben Dinge fabrizieren. Der Start in Botania ist, dass man sich eine Pflanze, diese Pure Daisy, zusammenbastelt. Die Pure Daisy bekomme ich einmal als Item Reward. Nee, stimmt gar nicht. Hier, zeig mir was Falsches an. Das ist witzig. Die kriege ich einmal, indem ich solche komischen Dinge hier mache. Brauchen wir nicht, aber dies hier. So, das heißt, ich muss in dieses Petal, dies hier, reinschmeißen 4 Mystical White Petal, damit ich eine Pure Daisy bekomme. Das heißt, um das machen zu können, muss ich das Ding haben. Das Teil ist, jetzt muss ich auch mal kurz gucken, wo ist es? Da oben. Relativ einfach zu craften, indem ich nämlich Cobblestone nehme, Cobblestone Slabs und ein Petal meiner Wahl, ne? Geht eigentlich jede Farbe. Da ich White ja für die Pure Daisy brauche, diese hier also, habe ich mir auch schon die 4 für die Pure Daisy rausgenommen, nehme ich jetzt eins, wo ich eigentlich möglichst viel von habe, dann habe ich nämlich in meinen Augen am wenigsten Verlust, so ungefähr. Nehme ich also dieses hier zum Beispiel. Und dann kann man das einfach umcraften. Genauso habe ich es mit der Weißen auch gemacht. So, das heißt, wir versuchen jetzt mal, ich glaube, ich habe aber habe ich genug Zeugs hier, das wäre ja perfekt, ohne dahin laufen zu müssen. Jetzt nehme ich natürlich nicht den Weißen, sondern ich nehme den. Tatsache. Ich konnte das craften, ohne zu dir zurücklaufen zu müssen. Oh. Erschreckend. Aber ich muss zurücklaufen, weil mir nämlich ein Eimer fehlt. Och, der Eimer. Der Eimer. Vielleicht sollte ich mal einen eigenen Eimer haben. Der Trend geht zum eigenen Eimer. Wusstest du das? Nee, wusste ich noch gar nicht. Und der Trend geht auch diesen See hier ein bisschen. Hinter dir liegt was. Warum liegt das da? Der hingeschmissen. Was meinst du? Der Trend geht zum eigenen Eimer. So. Denn mit diesem Eimer, irgendwann schütte ich diesen See mal zu. Aber ich habe auch irgendwie Angst, dass wir da nicht mehr genug Wasser haben. Wir haben genug Wasser, was soll's. Hast du eigentlich mittlerweile einen Grassamen gekriegt? Nee. Ach nee, da muss man Erde 7 für. Ja. Gut, also Botania. Um Botania zu machen, nehme ich dieses Teil, fülle das mit Wasser auf. Anschließend nehme ich mir die Dinge, die ich in dem Rezept drinstehen habe und werfe die hier rein. Dann sieht man auch in der Mitte des Bildschirms, was passiert. So, und jetzt will er noch einen Samen von mir haben. Und da habe ich ja vorhin... Ach, das habe ich gar nicht erzählt. Ich habe ja
hochcraftet, das zeige ich gleich nochmal. Den schmeiße ich auch noch mit rein und zapp, kriege ich als Belohnung die Pure Daisy raus. Gut, dann mache ich gleich weiter. Ich erzähle kurz was anderes. Hier habe ich ja angefangen, Pflanzen hochzuzüchten. Nur Zwischeninfo wollte ich eigentlich am Anfang erzählen. Und habe ich auch gemacht, bis ich zu diesen Pflanzen nachher kam. Wie ich es gemacht habe, habe ich ja gezeigt. Und dieser Vorgang des Pflanzen von 111 hochzüchten zu 10-10-10 ist halt unheimlich spannend, aber muss gemacht werden, würde ich mal behaupten. Insofern zeige ich das bestimmt nochmal irgendwann zwischendurch, aber im Groben und Ganzen werde ich das vermutlich immer überspringen, offscreen machen, was auch immer, in der Zeitraffer. Mal gucken, wie wir das machen, aber ich kleiner Perfektionist, wenn ich so eine Pflanze irgendwann zwischendurch in den Finger kriege, dann züchte ich die eigentlich immer hoch bis 10-10-10. Immer wenn ich mal zwischendurch Langeweile habe, geht es da halt mal weiter. Oder während Hendrik was Tolles macht und ich nicht weiß, was ich tun soll, züchte ich halt Pflanzen. Irgendwie so ein Kram, das werden wir schon machen. Und dann kommt man nachher zu den immer interessanteren Pflanzen. Aber um dahin zu kommen, jetzt schließt sich der Kreis wieder, brauche ich halt diese Pure Daisy. Diese Pure Daisy stelle ich halt hier hin. Und ich habe gesagt, ich brauche Living Rock. Und Living Rock, jetzt muss ich doch zu den Kerl hinlaufen. Living Rock macht man halt, indem man diese Pure Daisy ihr Ding machen lässt. Und zwar, hallo, nehmen wir mal ein bisschen mit. Und Holz kann man eigentlich auch gleich mitnehmen. Brauchen wir nämlich auch. So. So. Hat er nicht gesehen. Ich war es nicht. Was hast du schnell gemacht? Nix. Was hast du gemacht? Ich hab mir Holz geklaut aus deinem Vorrat. Achso, ja. Da ist genug Holz, glaube ich. Jetzt nicht mehr. So. Living Rock macht man, indem man um diese Pure Daisy, die man hier einfach hinpflanzt. Ach nein, ich brauche ja Stone, nicht Cobblestone. Jetzt habe ich ja einen großen Gedankenfehler gemacht. Okay. Lalala. Und was machst du so? Ich versuche den immer noch die eine Spore zu. Was sehen. Brennt denn hier? Hier brennen komische Dinge. Brennen? Die werde ich mal kurz rausnehmen. Und also, dann erkläre ich das derweil so weiter. Und dann springen wir nochmal zu Hendrik. Also, um die Pure Daisy herum baue ich jetzt normalen Stone hinten. Dieser Stone wird sich dann in Living Rock verwandeln. Was Vergleichbares kann man machen aus Wood. Das wird dann zu Living Wood, dies Zeugs. Und mit diesen beiden neuen Ressourcen, oder beziehungsweise es gibt halt noch mehr, aber das sind so die beiden Basisressourcen, baut man dann halt eben die nächsten Teile. Das nächste wäre zum Beispiel ein Mana-Pool. Den baut man einfach hier aus Living Rock, in so einem U angeordnet, 5 Stück. Und man braucht dann einen Mana-Spreader. Da braucht man Living Wood zu und wieder ein Petal Mineral. Und man braucht um diesen Mana-Spreader herum Pflanzen, die Mana produzieren. Die Pflanzen produzieren Mana, sie geben das an den Mana-Spreader weiter. Der Mana-Spreader schießt dieses Mana in den Mana-Pool. Und, oder nicht nur in den Mana-Pool, sondern zum Beispiel auch zum Runic-Altar. Und von da kann man es eben weiter benutzen, das Mana. Um das Ganze zu konfigurieren, ja, soll man das konfigurieren nennen? Ich denke schon. Braucht man einen, wie nennt sich das? Eine Art Zauberstab? Ein Mana-Stab? Was auch immer. Ich muss gerade mal gucken, wo der denn ist. Hier, das sind diese. Wand of the Forest nennt sich das. Und die kann man halt eben mit verschiedenen, das ist im Prinzip immer der gleiche, nur farblich anders. Je nachdem, ob man den halt eben mit den Petteln, so sieht er dann nachher entsprechend aus. Deswegen gibt es hier wahnsinnig viele Rezepte. Letztendlich unterscheidet er sich halt in 1000 Farben. Es gibt ja 16 verschiedene Farben. Und wenn man das halt hochhält, kommt man auf 128 verschiedene Farbkombinationen. Also 2 Petals deiner Wahl plus halt eben 3 von diesen Living Wood Twigs. Und die macht man halt einfach so. Also braucht man 6 davon, allein um den herzustellen.
plus dann eben 7 für den Mana Spreader, macht also 13 schon mal. Und hiervon ein paar. Das heißt, die nehme ich jetzt schon mal mit. Packe ich hier oben auch mal die Kohle rein, die ich da rausgeklaut habe. So. Okay. Habe ich 20. Ich brauche eigentlich 8. Ich warte auf die 24. Kann ich 3 Runden machen, das ist nicht schlecht. So, und wenn ich die dann gemacht habe, dann steige ich in die Mana-Produktion ein. Man könnte sich auch, da kriegst du das alles sehr gut drin beschrieben übrigens, dieses Lexica Botania machen, indem man ein Buch nimmt und das halt eben mit einem Sapling zusammencraftet. Meines Wissens haben wir aber gerade nicht mal ein Buch. Wir haben nicht nur Papier, also müssten wir das eigentlich anbauen oder finden oder was auch immer. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Wäre halt schon schön. Werde ich auf Dauer auch irgendwann bestimmt machen. So ein bisschen Papier anbauen kann eigentlich auch nicht schaden. Darf ich mal was sagen? Ja, ich baue das jetzt noch schön hin und erklärt habe ich es ja. Insofern, leg los. Du darfst die Quest annehmen. Quest. So, ich stelle mich jetzt mal hier hin. Dann kann man das nämlich sehen, was passiert. Hier sind ja auch die weißen Partikel. So, Quest. Er hat diese Quest abgeschlossen. Wunderbar. Reward. Und die hatten wir ja, die Montage 5 hatten wir ja auch schon. Ah, du weißt nicht, was ich bekommen habe. Er hat schon wieder irgendwas ganz Tolles oder Fieses. Na? Er hat einen Magnet in der Hand. Ja, Glückspilziger. Ja, ich habe auch mal Glück. Juhu, juhu. Eindeutig. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, was wir jetzt hier vorweggreifen, ist im Prinzip das hier unten im Questbuch. Und das Buch braucht man dann eben auch für die Quests. Und dann gibt es nämlich auch die beiden Blumen, die, also jeweils 3 davon, die die erste Mana produzieren. Die gibt es hier als Questbelohnung. Oh, man sieht im Hintergrund übrigens, wie sich das Ganze verwandelt. Ich glaube, ich werde es trotzdem hier schon vorweg machen. Und nachträglich dann hier unten diesen Zweig. Also wenn ich mich hier weiterentwickle, ich glaube, ich muss noch... Welcher ist es? Ich weiß es gerade nicht. Dann kriege ich diesen und wenn ich den kriege, dann baue ich die mir alle an und dann geht es ja schon in die Richtung weiter und dann geht das hier halt los. So, haben wir aber im Hintergrund gesehen, wie sich das hier schick verwandelt hat. Du kannst noch eine Quest abgeben, ne? Ich muss meine Rewardbacks gleich mal aufmachen. Ja, ich hatte noch ein Maßband drin. Uiuiuiuiui. Noch eine Quest abgeben? Ich dachte 2 Stück. Ja, 2. Ja, die hatte ich schon. Ich muss nur noch jetzt meine Belohnung einfordern. Ein Good und ein Greater. Im Good ist drin. 4 Fahrstühle. Im Greater ist drin. Jackpot 2 oder 3. Was? Ich bin total begeistert. Wo ist er? Ja. Soll ich dir zeigen? Was? Kannst du mir dein Maßband bitte mal zeigen? Das liegt hier. Ja. Zeig mir mal bitte dein Maßband. Da hast du es reingetan. Soll ich dir zeigen, was ich gekriegt habe? Ja. Sperr die Ohren auf. Ist klar. Ja! Ist klar. Und... Nee, ich gehe da nicht durch. Bevor ich sonst wo rauskomme. Nee. Hallo! Hi. Und ich glaube, man kann sogar, wenn ich mich nicht ganz täusche, warte. Ja. Hey, gehen Sie mal aus dem Weg. Guck mal. Hallo? Was? Ja, ist klar. Ich setze ihn auch wieder zurück. Ich könnte auch den Cobblestone unter ihm wegnehmen. Dann würde er durchfallen. Also gut, ich habe eine Portal Gun bekommen. Eine Portal Gun. Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Kennst du das Spiel eigentlich, Portal? Nein, ich kenne es nicht. Oh, das ist super gut. Das muss ich dir mal zeigen. Das kann man auch wunderschön zu zweit spielen. Das ist echt gut. Wenn das bei Steam mal im Sale ist, dann musst du dir das mal zulegen. Also,
Das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist echt super spaßig. Ich habe es mit einem Freund von mir schon, ich glaube, mehrfach durchgespielt. Also wer das nicht kennt, guckt es euch unbedingt an. Es ist ich weiß gar nicht, was das ist. Ist das ein Action? Nee, Action ist es nicht. Es ist kein Shooter. Also es ist einfach nur gut. Es ist wirklich nur gut. Ich hoffe inständig, dass irgendwann, zuckt die Nase wieder, irgendwann sich einer davon dritten Teil irgendwann davon gibt oder was auch immer. Also das Spielprinzip war einfach einmalig. Mit einer Portal Gun halt eben genau diesem Ding. Man schießt eins dahin und wenn man durchgeht, kommt man aus dem anderen wieder. Das ganze Prinzip von diesem Spiel. Total gut. Darüber muss man dann Rätsel lösen. Gut, ich bin abgelenkt. Macht nichts. Zwei super gute Rewards schon rausgezogen. So, jetzt verwandelt sich der ganze Spaß wieder. Du hast ein Glück, ey. Ja. Und Holz brauchen wir noch. Also man kann natürlich auch mehrere Pure Daisies bauen, dann geht der ganze Spaß natürlich entsprechend schneller. Aber braucht man nicht mal unbedingt, finde ich. So, wir brauchen einmal das Ding, ein Mana Pool. Meine Nase bringt mich noch um. Als nächstes brauchen wir den Twig dann noch. Dafür brauchen wir zwei Petals. Zwei Petals, da nehmen wir diesmal. Was nehmen wir denn diesmal? Blau. Cyan. Machen wir eine Cyan. Also wenn ich Henrik eins bauen würde, würde ich ein Pinkes machen. Pink. Ist klar. Ich mache mir ein Cyan. Ja. Verwandle dich. Vor allem kann ich mir jetzt Wege abkürzen, ne? Hier hinten. Und ich baue mir hier. Hallo! Jetzt guck mal, wie wild die Luft. Ja. Hast du ein Tor gebaut? Dann brauche ich nicht so weit laufen. So, inzwischen hat sich das verwandelt. Super gut. Kann man das eigentlich auch mit Weinmeiner abbauen? Kann man. Wunderbar. Ich finde ja, wir kommen halbwegs gut voran, ne? Ja. Manchmal buggt das mit dem Portal aber nicht auch so ein bisschen rum. Jetzt mal erschrecken. Solange du kein Monster bist und mich hausböseartig oder mich runterschubst. Oh, hier ist richtig viel Kohle rausgekommen, ne? Hast du das gesehen? Wo? Ardite? Kein Kobalt, schade. Das Gute ist, man kann damit auch ein Monster ärgern. Wenn das nächste Mal irgendwie so ein fieser Möb der gegen springt, dann lassen wir ihn einfach ins Nichts fallen, indem wir unter ihm ein Loch haben. Denn wenn der gute Henrik durch dieses Portal da gehen wollte, um hier hinzukommen, bräuchte ich ja nur im rechtzeitigen Moment das Portal da hinten hinschießen. Dann würde er da durchgehen, da hinten rausgehen und ins Nichts fallen. Und ich will mich ja beömmeln. So, genug beömmelt. Ihr seht schon, wir haben Spaß. Also ich habe Spaß. Ja, ich habe auch Spaß. Ich muss immer hier lauter Bäume. Kannst du ja noch einen Äpfelzupf machen. Ich glaube, ich mache das wirklich so. Dann sieht er lustig aus. So, jetzt habe ich einen Wind of the Forest. Und ich habe einen Mana Pool. Wieso habe ich eigentlich einen Apfel und 46 Saplinge in der Tasche? Die möchte ich wohl wieder eingesammelt im Vorbeigehen.
Obwohl ich schon Magazin anhab, ne? Muss ich mir zusagen. Ja, ist erschreckend. Jetzt haben wir das. Jetzt bräuchten wir zwei Pflanzen, um die Mana-Produktion zu starten. Also wenn man... Quatsch. Wenn man hier reinguckt, der Weg wäre ja eigentlich, dass man zuerst diese Quest hier eben macht. In dieser Quest würde man, die habe ich ja im Prinzip auch schon fertig, bis darauf, dass ich halt eben das Lexica Botania noch nicht habe. Eigentlich ist ja auch nicht schwer, ein bisschen Sugarcane anbauen, kann ich auch mal machen, mal zeigen. Aber abgeben kann ich es ja nicht. Und dann kriegt man halt 3 Nightshade und 3 Dayblume. Die sind dafür da, die Dayblume ist halt die Tagesblume. Bei Tageslicht sammelt die halt eben Licht und sendet das an den Mana Spreader, den ich gleich noch bauen werde, weiter. Und die Nightshade halt eben bei Nacht, dass man halt eine 24-Stunden-Versorgung hat und nicht halt nur tags oder nur nachts. Das heißt, die gleichen könnte ich mir natürlich jetzt auch bauen. Und dann geht es halt weiter, indem man sich dieses Ding baut, den habe ich jetzt auch schon, den baue ich mir gleich noch. Dann gibt es einen Mana-Distributor, der ist meines Wissens dafür da, wenn man mehrere Pools hat. Also wenn ich das mal simulieren sollte, man hat halt hier Pools, man stellt hier den Distributor hin und von hier per Pflanze, also hier ist der Mana-Spreader, das ist der Mana-Spreader, die Pflanzen stehen rum, schicken an den Mana-Spreader, der schießt das in den Distributor, sprich in diesen Block hier, und der verteilt das einfach auf die anderen. Dann würden die Pools sich halt gleichmäßig befüllen. Gut, dann würde man den bekommen und als nächstes wäre ja dann die Quests in die Richtung weiter, Minitio oder halt die Runic Altar, und mit dem Runic Altar geht es dann halt weiter zu den verschiedenen Blumen und so ein Kram. Und hier oben rum geht es dann halt zu die Minitio oder Minitio Seeds. Und von denen aus geht es dann weiter, zum Beispiel mache Electotine oder auch hier hinten habe nachher Temperio Essence und solche Geschichten. Und es geht auch zu der super, super tollen Rüstung. Das jetzt ist natürlich auch noch ein schönes Ziel. Gut, ich habe jetzt ein bisschen abgekürzt, wie gesagt, ich versuche jetzt mal diesen Weg zu gehen, dann hier runter zu gehen. Und derzeit wollte ich mal gucken, ob die Dayblume, was die mich denn kosten würde. Dayblume, das ist diese hier. Die gibt es zweimal. Aha. Okay. Die gibt es halt eben als Questbelohnung. Und die macht man sich aber auch ganz einfach. Zweimal Yellow, einmal Light Blue, einmal Orange. Zweimal Yellow. Was habe ich jetzt gesagt? Ich bin ja schon wieder völlig durch, ne? Yellow, Yellow, Orange und Light Blue. Light Blue haben wir, Light Blue, Light Blue und Orange haben wir auch. Wenn wir die also nehmen. So. So. Und so. Dann eben einen Eimer mit einem Seed. Also egal welchen. So. Dann hätten wir nämlich Block, Block. Den und den und den ergibt Dayblume, wenn man den reinwirft. Dann haben wir eine Dayblume. So. Mein Inventar ist völlig zugeklumpt. Das ist aber nichts Neues, würde ich mal behaupten. Das kann hier rein, das kann hier rein. Die können erstmal hier rein. Das kann ich ihm hinten gleich wiedergeben. Das kann hier rein, das kann hier rein. Hier noch ein bisschen Crushed Iron Ore, was ich alles für Mist habe. Die können hier rein, die können hier rein. Der Eimer kann hier rein. So, jetzt gehen wir mal gucken, was er hier so hat. Das gehört ihm, das gehört ihm. Den können wir auch wieder haben.
So, das wollen wir loswerden. Dass wir hier Seifenwasser im System haben, finde ich total super. Mein Spiel ist abgestürzt. Oh! Wir sind sowieso über die Zeit. Wollte ich gerade sagen, das ist eindeutig das Zeichen für: Hören Sie jetzt auf, kommen Sie nicht wieder, gehen Sie nicht über los und sehen Sie keine auf Wiedersehen. Ich werde noch ein bisschen offscreen weiterspielen, am Anfang die Mana-Produktion aufzubauen, erklären werde ich das nächste Mal und vielleicht züchte ich noch ein bisschen Pflanzen. Bis dann. Tschüss.